es leid. Mit diesem Video geben wir euch die besten Tipps, um eure Thailand-Reise optimal gestalten zu können. Beziehungsweise wir geben eigentlich nur unsere Erfahrungen weiter jetzt. Wir sind jetzt seit 2 Wochen knapp in Thailand. Und ja, genau. Also Tipp Nummer 1, also Tipp von mir ist, immer verhandeln. Wirklich, das ist wirklich da der, wichtigste Tipp, den man da beherzigen muss, um wirklich Geld zu sparen. Weil man kann sich wirklich eine Menge sparen, wenn man wirklich immer verhandelt. Vor allem so auf Märkten und sowas und beim Taxifahren und so. Ja, voll, vor allem Taxifahren, immer verhandeln. Also es ist eigentlich immer so, dass zum Beispiel in Bangkok, wenn man ist, wenn man sich ein Tuk-Tuk nimmt, dann verlangen die meisten so 500 Baht für die Strecke. Wenn du dann sagst 50 Baht, dann sagen die jetzt, no, 50 Baht, no. Aber dann kommen sie, dann sagst du, okay, passt, dann geh ich weiter. Dann kommen sie zu dir und sagen auf einmal so 300 Baht. Dann sagst du immer noch, nein, das passt nicht. Dann sagst du 250, 200, dann meistens triffst du dann so bei 100 oder 150. Genau. Was eigentlich immer nur Style ist, weil die Local People, also die Einheimischen, für 30 Baht oder so fahren. Aber als Tourist geht das wirklich. 100 Baht sind jetzt 2,50 Euro oder so. Das ist wirklich nicht viel. Genau, dann der zweite Tipp von mir ist, wenn ihr mit dem Taxi fahrt, dann auf jeden Fall verlangen, dass sie den Taximeter einschalten. Terminal 21. Ja. With Taximeter, please. Weil der geht nämlich nach Kilometern, die man fährt, und das ist so viel billiger als das, was die einem vorschlagen. Weil wir haben bis jetzt nie. Also ich glaube, wir sind immer so 100, 200 Baht günstiger dran, als das, was sie eigentlich als Fixpreis ausmachen wollten. Ja. Also auf jeden Fall den einschalten. Und wenn es geht, mit dem Tuk-Tuk fahren, weil da erspart ihr euch echt einiges an Stau, weil wir sind schon mal 2 Stunden im Stau gestanden in Bangkok. Oh, also wirklich, das Tuk-Tuk kommt schon eher noch irgendwo vorbei. Und es ist ganz cool, finde ich, eigentlich mit so dem Fahrtwind und sowas. Ja. Ich wollte nur was zum Taxifahren sagen. Ich weiß aber jetzt nochmal was. Jetzt weiß mir wieder ein. Dann sage ich dir mal meinen nächsten Tipp. Und zwar, vor allem für Frauen ist das jetzt, meidet öffentliche WCs, wenn es geht. Dann geht es immer vorher im Hotel oder so. Weil selbst wenn eure Toilette im Hotel irgendwie nicht so geil ist, das ist noch ein Luxus im Gegensatz zu den öffentlichen WCs oder in den Restaurants oder so. Nehmt immer so feuchte Toilettentücher mit, weil da ist eigentlich nie Toilettenpapier da. Immer eigenes Klopapier. Oder eigenes Klopapier. Und am besten auch wirklich so ein Handdesinfektionsgel oder sowas. Ja. Mhm. Dann okay. Seid ihr auf der sicheren Seite, was das angeht. Okay, der Punkt zum Taxi ist mir immer noch nicht eingefallen, aber wir fangen jetzt einfach mit zum nächsten Punkt an. Und zwar geht der ums Essen. Also ich persönlich liebe das asiatische Essen, ich liebe die asiatische Küche. Und man kann sich extrem viel Geld sparen, indem dass man vielleicht jetzt nicht zu die Touristenrestaurants reingeht, sondern wirklich so auf die Straßenstände geht. Ich weiß, dass am Anfang kostet es ein bisschen Überwindung, weil es nicht so hygienisch ist, aber es ist viel, viel billiger. Da zahlst du einfach für so ein Curry 30, 40 Baht, wo du im Restaurant 150, 200 Baht zahlst. Und wir leben noch. Und es also so hygienisch kann es nicht sein. Ja, es dauert zwar ein bisschen der Zeit, bis sich der Darm und der Magen drauf einstellt, aber es geht. Und es schmeckt meistens so, ich finde es sogar besser. Und genau, das ist mein Tipp. Also mehr so auf lokale Märkte oder lokale Stände, so Straßenstände. Da gibt es wirklich, da ist wirklich jede 10 Meter so ein Stand. Ja. Auf die Inseln. Und in Bangkok sowieso jeden 50 Meter Stand. Dann nochmal essensmäßig, also Vegetarier. Auf den Inseln ist das echt gut. Also ich hätte mir eigentlich erwartet, dass ich in Bangkok was zu essen finde, auf den Inseln weniger, aber es ist genau umgekehrt. In Bangkok kann man es fast vergessen, vegetarisch und halbwegs gesund zu essen. Also das war wirklich, wirklich schwierig die ersten 2-3 Tage da. Aber auf den Inseln war es schon besser. Und sonst esst am besten nichts Rohes, also wirklich Sachen, die ihr schälen könnt, die geschält sind und gekocht oder sonst was. Weil ihr wisst nicht, wie lange die schon draußen rumliegen, wie viele Fliegen da schon dran waren oder sonst was. Also wenn ihr es nicht schälen könnt oder es gekocht ist, würde ich es eher lassen. Obwohl ich eigentlich so voll der Obstfan bin und so, aber habe ich jetzt schon runtergeschraubt, seitdem wir da sind. Genau. Genau, zum Thema Essen nochmal. Die Thailänder ernähren sich sau viel von so Hühnchen oder Schweinefleisch oder Beef. Und was mir letztes Mal aufgefallen ist, da waren wir auch mit dem Beef. Was ich übrigens nicht so empfehlen kann, kann man aber später noch dazu.
da habe ich auch irgendwas mit Beef gegessen. War das Beef oder was? Ja, Beef. Beef, das war irgendwas mit Beef, genau. Und ich möchte Italien ja nichts unterstellen, aber die Vermutung liegt nahe, dass ich da das, was ich gegessen habe, dass es kein Rind nicht war, sondern vielleicht irgendein Haustier war oder so. Weil es hat echt nicht nach Rind geschmeckt. Es war mega zäh. Und also Huhn würde ich auch eher meiden, ehrlich gesagt. Meiden. Was weil wir sind schon an vielen Farms Bauernhöfen mehr oder weniger vorbeigefahren. Die Hühner schauen total krank aus, also voll fertig, total abgemagert irgendwie. Also ich glaube nicht, dass die da so gesund leben. Von daher, ganz ehrlich, ich würde eher versuchen, vegetarisch zu leben, wenn es geht, so auf Urlaub. Mhm. Weil da wisst ihr, was drin ist eigentlich. Da kann kein Fleisch drin sein von irgendwelchen Tieren, von denen man es nicht weiß. So, nächster Tipp von mir ist, lernt ein bisschen die Landessprache. Das ist keine so schwierig für uns, ich weiß. Es ist auch wirklich die Schrift da ganz anders, sehr wirklich schwierig. Aber jeder kann sich zum Beispiel in jeder Sprache, das empfehle ich immer in dem Land, in dem jeweiligen Land, wo man ist, dass man zumindest die Basics kann, so bitte, danke, hallo, pipapo, genau. Mexiko. Genau, lernst du das, weil man merkt es voll, die Leute sind viel freundlicher, wenn sie es begrüßt in Thailändisch oder wenn sie auf Thailändisch Danke sagt, dann sind die ganz, ganz anders. Dann wird man ganz, ganz anders behandelt und meistens kommt man dann auch billiger weg. Das ist mir irgendwie aufgefallen. Ja, nein, das ist wirklich so. Also, und die sind auf jeden Fall freundlicher. Freundlicher, auf jeden Fall. Auch wenn du nichts kaufst oder wenn du, keine Ahnung, wenn du nichts machst, sind sie auch freundlicher. Genau. Weil wir haben uns gleich beim ersten Hotel, haben wir die Frau an der Rezeption gefragt, ob sie uns vielleicht aufschreiben können, was so Hallo und Danke und sowas heißt. Ja, die ersten zwei Tage haben wir es noch nicht so gekonnt, weil merkt man halt sich nicht so schnell. Beziehungsweise ich habe es nicht gekonnt. Ich habe immer wieder, also das Wort, oder das Wort Hallo auf Thailändisch heißt Sadawe. Und dann kommt es darauf an, ob man eine Frau ist oder Mann ist. Oder Ladyboy ist. Also für die Frau heißt es Sadawe. Sadawe Kap. Für den Mann heißt es Sadawe Kap. Die machen dann meistens immer so die Bewegung. Weiß ich nicht, irgendwie. Genau, das kommt auch sehr sympathisch, so, wenn ihr das macht, dann Danke so sagen. Und für einen Ladyboy hast du gesagt, wie ha. Und das hat der Michael immer gesagt. Ich habe das am Anfang aber gesagt, weil ich nicht gewusst habe, dass so quasi auf dem Ladyboy auch noch unterschieden wird. Und ich habe immer nur so verstanden, wenn ich wo zurückgehört habe, so sagt wie ha, sagt wie ha. Und dann bin ich immer wo reingegangen und habe gesagt, sagt wie ha. Und dann hat uns mal wer gefragt, ob er leicht ein Ladyboy ist. Ja, war lustig. Genau. Und das Wort Danke hast auf Holländisch oder auf Thailändisch, würde ich sagen. Auf Thailändisch. Kap Kun Kap. Oder Kap Kun Kap. Genau. Also die ist unbedingt, also die sind wirklich Basics, die kann man sich wirklich leicht merken. Das kann man sich merken, wenn man ein paar Tage da ist. Man profitiert finanziell davon und man merkt einfach, dass die Leute viel, viel freundlicher sind und viel aufgeschlossen sind. Ja, dir wirklich zum Helfen, wenn du ein Problem hast. Verstehe. So, der nächste Tipp von mir auf jeden Fall. Ihr braucht ein Moskitospray. Ein Moskitospray. Kauft es hier, kauft kein deutsches, das bringt null, weil die Mücken dort sind nicht vergleichbar mit denen hier. Also kauft auf jeden Fall ein lokales Spray, am besten, wir haben immer so ein Zitronella, das ist halt auch noch natürlich. Ich habe es auch schon ins Auge bekommen, tut weh, kann ich nicht empfehlen. Aber es ist natürlich. Sonst an Reiseapotheke haben wir jetzt nicht so viel mit. Wir haben ein Mittel gegen Übelkeit und Magenbeschwerden, eins gegen Durchfall, eins. Und dann zwei Salben, eine gegen Entzündungen und sowas und eine Wundsalbe. Und das reicht eigentlich bis jetzt. Also ja, und Pflaster, nicht so genau. Klar, außer wo Mosestiche. Ja, ich bin da eher anfällig, wie das mich verletzt, von daher. War das gut. Und die eine, mit der wir im Boot gefahren sind, der war echt schlecht, der habe ich dann gleich die Tropfen gegeben. Und du hast einfach voll kotzt neben mir. Rechts neben mir. Voll kotzt. Neben mir. Tipp Nummer irgendwas. Kauft euch eine Drohne. Okay. Ich bin schon, das ist schon wert. Also wir haben uns vom Dings die DJI Spark gekauft und die ist schon mega geil. Also man muss aber auch dazu sagen, wir sind in der Regenzeit unterwegs, wir konnten die nicht annähernd so oft fliegen, wie wir dachten. Und wenn starker Wind weht, kann man es eigentlich auch nicht fliegen, weil das Teil ist gerade so groß. Das stimmt, ja, wir haben es bis jetzt noch nicht oft fliegen können, aber es macht unglaublich geile Aufnahmen. Ja, das schon. Ich glaube, wir haben coole Erinnerungen aus dem Urlaub. Okay, dann kommen wir zu den lokalen Tipps. Also Orte meinst du? Oder meinst du lokal? Nein, Orte. Ja. Okay, Orte. Wir waren wir bisher eigentlich Bangkok, Phuket, Koh Phi Phi, Koh Phi Lan und überhaupt früher nur auf Koh Tao. Früher? Früher, als damals. Als ich noch jung war.
Ja, komm dann mal. Und ich muss sagen, ich persönlich kann Bangkok und Koh Phi Phi nicht so empfehlen, weil es einfach zu Tourist, also für mich ist es irgendwie zu viel Leute. Weiß nicht, das mag ich nicht so gern. Und das Koh Phi Phi ist zum Beispiel auch ziemlich dreckig. Verstehe. Also ich finde, die coolste Insel, auf der ich bisher war, ist eigentlich so Koh Tao, Koh Phangan. Die sind eigentlich ziemlich geil. Finde ich auch. Also Bangkok ist total überfüllt. Allein der Stau hat uns schon so viel. Also mindestens ein halber Tag ist für Stau draufgegangen, eigentlich beim Hin- und Herfahren. Ja. Die Leute sind noch viel, viel unfreundlicher, muss man sagen. Und die Taxifahrer sind total unfreundlich. So die Leute an sich, du konntest nicht wirklich mit so Einheimischen reden oder so, weil die irgendwie, wenn du nicht gekauft hast und denen warst so, ja gut, dann zum nächsten. Waren voll lange bis dann. Also Bangkok, eigentlich wollten wir zurück nach Bangkok, bevor wir wegfliegen, weil wir fliegen ja von Bangkok wieder nach München. Aber jetzt haben wir gemeint, wir fliegen dann schon von Kambodscha dann nach Bangkok, aber wir fliegen dann gleich weiter heim. Also wir gehen dann nicht mehr, wir landen nicht mehr einen Tag in der Stadt oder so. Ja genau, Koh Phi Phi ist wirklich auch sehr dreckig. Vor allem ist es auch sehr klein. Also man ist voll schnell durch die Insel durch. Wir waren 2 Tage dort und haben eigentlich alles gesehen. Und ja, also die meisten sind eigentlich nur dort zum Saufen und zum Feiern, sagen wir so. Ja, für das ist es optimal. So schaut die Insel aber mittlerweile auch wirklich aus. Also das Wasser, der Strand ist echt dreckig. Aber da gibt es ein vegetarisches Essen. Und Koh Phangan finde ich jetzt eigentlich auch am besten. Die Strände sind viel, viel sauberer. Also das Einzige war halt der Nationalpark, der ist auch irgendwie ein bisschen verdreckt. Aber so die Strände sind sauberer, die Leute sind viel, viel freundlicher und netter zu einem. Und man kann alles selber erkunden mit dem Motorrad. Also es sind eigentlich sehr wenig Touristen mit dem Taxi unterwegs. Die haben uns auch gleich ein Motorrad ausgeliehen. Was ganz lustig war, die Hinfahrt mit 4 Rucksäcken. Ja, cool. Aber ja, ich finde es eigentlich viel cooler, das selber zu erkunden, als immer so aufs Taxi angewiesen zu sein. Das kommt auch viel billiger. Das auch, genau. Ja. Aber die Sache ist halt, man fährt auf der anderen Seite als in Deutschland. Also es ist etwas tricky. Gestern sind wir zum Beispiel zweimal in den Gegenverkehr gestanden. Nur gestanden, nicht gefahren. Ja, gestanden ist noch gefährlich, ja. Nein. Ja, okay. Was ist? Eigentlich war es das. Für uns geht es cool. Nach Kambodscha weiter. Cool, wir fahren morgen weiter nach Kambodscha, einfach weiter schauen. Ich hoffe, die Tipps helfen euch ein bisschen. Das sind unsere Erfahrungen und ich glaube, ihr habt einen Vorteil, wenn die negativen Erfahrungen, die wir gemacht haben, nicht auch macht. Besser vorbereitet sein. Jetzt hören wir auf, weil ich kann nicht mehr reden.